Zur Meile der Demokratie gehörten auch in diesem Jahr wieder viele Meilensteine. Einer davon war, für warme Füße zu sorgen, um standhaft zu bleiben. Der Erlös aus gestrickten Socken und gefilzten Schuhen kommt der neuen Synagoge zugute. 1.220 Euro kamen so zusammen, die kürzlich durch die Stadtbibliothek und die Mitwirkenden im Strick- und Nähcafé dem Förderverein Neue Synagoge Magdeburg als Scheck übergeben werden konnten. Waltraud Zachhuber als Vorsitzende des Fördervereins nahm die Spende entgegen. Die Spendensumme setzt sich zusammen aus dem Verkaufserlös und den Einnahmen aus einer Lesung mit dem New Yorker Autoren Tuvia Tenenbaum in der Stadtbibliothek. Dass sich Waltraud Zachhuber als ehemalige Superintendentin der evangelischen Kirche für die neue Synagoge engagiert, kommt nicht von ungefähr. Das Christentum hat seine Wurzeln im Judentum. Und das Christentum hat leider eine Geschichte, in der sehr, sehr viel Schlimmes durch Christen und christliche Kirchen Juden angetan wurde. Das können wir auch an der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Magdeburg ablesen. Vertreibung, Verfolgung, Pogrome, vieles ist geschehen in diesem Zusammenhang. Und was in der Nazizeit an schrecklichen Verbrechen gegenüber Juden, auch den Juden Magdeburgs geschehen ist, hat im Grunde genommen auch eine Wurzel, nicht nur im Rassismus, sondern eine Wurzel auch in diesem christlichen Antijudaismus. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich ein Zeichen setzen möchte, dass diese Dinge der Vergangenheit angehören und dass niemand auf die Idee kommen kann, diese Dinge wieder in die Hand zu nehmen. Und das Zweite ist, ich bin natürlich Bürgerin dieser Stadt. Der jüdischen, großen jüdischen Gemeinde mit ihrer schönen Synagoge ist hier in dieser Stadt Schlimmes passiert. Viele Menschen sind ermordet worden, vertrieben, mussten ins Exil gehen, sind verachtet und verleumdet, bestohlen worden. Also ganz, ganz schlimme Dinge. Und es ist, gehört einfach zur Verpflichtung eines Bürgers, einer Bürgerin dieser Stadt, ein Zeichen gegen diese Zeit zu setzen und zu sagen, wir wollen etwas tun. Wieder gut machen kann man das nicht, aber wir wollen etwas tun, dass der heutigen jüdischen Gemeinschaft das Gefühl gibt, dass sie hier willkommen sind und dass sie hier auch als Juden und Jüdinnen leben können. Und es sei auch eine Verpflichtung nachfolgenden Generationen gegenüber, so Zachhuber weiter. Das Hauptaugenmerk liege im Moment freilich auf dem Einwerben der notwendigen finanziellen Mittel. Es sind geschätzte Kosten von ungefähr 6,5 Millionen Euro. Und wir als Verein gehen natürlich nicht davon aus, dass wir durch Spenden und Sponsoren so viel Geld aufbringen. Ich denke, wenn wir 400.000 Euro aufbringen, haben wir schon sehr viel geschafft. Und wir sind im Moment noch am ersten Hunderttausender in diesem Zusammenhang, aber wir unterstützen die Gemeinde auch darin, dass sie sich um Fördermittel bemüht. Das Land Sachsen-Anhalt ist im Gespräch, aber man kann natürlich auch noch weiterschauen. Und wir haben auch die Gemeinde darin unterstützt, dass sie bei der Beschaffung des Grundstücks sich bemüht hat. Und dieser Punkt ist ja schon von Erfolg gekrönt. Die Stadt, die Landeshauptstadt Magdeburg, hat ein Grundstück, das sie der Gemeinde dafür zur Verfügung stellt, zu einem symbolischen Preis. Das ist alles schon vom Stadtrat beschlossen. Und wichtig ist natürlich, dass sich jetzt die anderen Schritte nicht so lang hinziehen, damit dann das Bauprojekt angepackt werden kann. Und das ist natürlich klar, viele Schritte auf dem Weg dahin warten auf die Sicherheit, finanzielle Sicherheit, damit sie dann umgesetzt werden können, damit wir nicht umsonst irgendwelche Aktionen starten. Einen Fertigstellungstermin zu nennen, fällt momentan natürlich schwer. Aber Waltraud Zachhuber würde sich freuen, wenn zum Reformationsjubiläum 2017 schon erste Mauern im Entstehen wären. Denn ich gehe davon aus, dass in diesem Haus viel, viel mehr stattfindet als nur das religiöse Leben der jüdischen Gemeinschaft. Das sind ja etwa 500 Gemeindeglieder, die darin zu Hause sein wollen.
sondern dass da Gespräche stattfinden können, Vorträge. Es ist im Erdgeschoss ein großer Saal, in dem also Konzerte und viele Veranstaltungen stattfinden können. Es ist im Keller ein Jugendraum, in dem junge Leute sich begegnen können. Es sind Bibliothek und Archiv und natürlich der Synagogenraum selbst, der sich dann öffnen wird. Und darauf hoffe ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es noch nie so realistisch gewesen ist mit dieser Hoffnung wie jetzt. Der Verein besteht ja schon seit 98 und wenn wir es jetzt nicht packen, dann wird es nie. Und ich denke, dass viele Mitglieder in unserem Verein tatkräftig mit anpacken. Machen sie auch schon bei der Meile der Demokratie und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und bei verschiedenen anderen Stellen. Und gestern war wieder ein Benefizkonzert. Wir haben also vor, 2 Jahre lang Benefizveranstaltungen zu machen, um Lobbyarbeit zu tun, aber auch Geld einzuwerben. Und sollte der offene Kanal von jemandem gesehen werden, der ganz viel Geld hat, hier ist es gut angebracht. Wenden Sie sich bitte an uns.